hüpft durchs Wasser. Was zum? Yeah, ihr seid ja noch hässlicher, als ihr aussieht. Ich weiß nicht, wie man da jetzt sauber durch soll. Hallo, das gefällt mir doch schon mal ganz klasse. Ach du! Ich bin zu doof zum Springen, das hat niemand gesehen. Schlaffi, schlaffi. Was machst du da bitte unter deiner Decke, dass das so staubt? Es ist halt lang her. Nur den Staub abschütteln. Ja, genau, nennt man das heute so. Ist okay. Ich hab's halt gern, wenn ich dabei quark. Ist okay. Ganz neue Dinge hier. Moment. Cool. Hab's gleich. Okay. Vielleicht sollte ich von dem Wein so mitnehmen. Wenn dann einer kommt. Hey, Punk! Klatsch! Und dann hat er Gift in der Schnauze. Ja, und Glas im Auge, ist auch schlecht. Oh oh. Bitte weiterfahren. Bitte anhalten. Fuck! Könnte ich sie in den Eimer stecken? Das wäre doch witzig. Gerade so, bup, haha. Das wäre doch geil, wenn dann noch so der Eimer damit rumläuft, oder? So, komm, zack. Na komm, zack. Ich krieg dich. Komm, geh aus dem Eck raus. Verdammt. Nein. Ja, tut mir leid, damit muss ich mich jetzt kurz aufhalten. Das will ich jetzt machen. Komm. Verdammt! Dreh das Ding. So. So, wo ist es hin? Ich höre es. Hier, irgendwo. Hm? Oh Mann, jetzt ist er weg. Und die Kerze? Pup. Naja. Hallo und herzlich willkommen zurück zu die Rohre! Die Rohre, du Idiot! Guck doch nach den Rohren! Muss doch nur die Rohre in die Wand schieben! Die Rohre! Amnesia, The Dark Descent. Und ich weiß gar nicht, ob sie es wussten, aber ich weiß, wie es weitergeht. Ich hab zurück. Verdammt. Das hätte wohl geklappt, wenn ich das jetzt gerade intelligent gemacht hätte. Aber ich hab's auf Mick gemacht. Also, nichts mit Intelligenz. Gar nichts. Ja, mach alles weg. Zack. Das Leben auch. Wer mal. Leben. Ich glaube, ich habe noch nichts gefrühstückt. Ich könnte mal was essen. Wie viel Uhr haben wir? Uhr? Piep. Wir haben 14.10 Uhr. Ich könnte mal frühstücken. Tatsächlich. Wow, Gott, was ist das? Ah, au! Oh Gott, 20 Schaden? Hilfe! Das ist mir etwas viel Schaden. Oh oh. Ah, stirb bitte! Das war der Falsche. Du bist gestorben! Wo gehe ich hin? Was macht der hier unter Wasser? Was will der? Ach, der fickt hier am Rohr rum. Das ist bestimmt schlecht und den soll ich wegmachen, oder? Oh, ja, zu dem komme ich nicht so schnell. Hey, na los! Sehen Sie? Es ist fast geschafft. Doch sie durften nicht im Kampf ausgelöscht werden. Denn dann wäre ihre Kultur verschwunden. Das Kultur kleingeschrieben, das schreibt man groß, ihr Deppen. So aus. Komm. Krach! Er bleibt oben. Penner. Krieg ich nicht unter mich? Warum stehe ich die auf dem Kopf? Was soll das? Hat er mich Huckepack genommen? Versucht er mich hier rumzuwerfen? Hau ab, geh weg. Ja, fall runter. Ich will dich nicht mehr sehen. Wichser. Existieren. Das ist nicht Ihr Schiff, Sir.
Sie sind Mitglied einer großen Mannschaft. Sie haben eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Und wenn wir schon von der Zukunft reden, ich nehme euch nicht mehr ernst. Du schielst, Mann. Hier ist zunächst einmal eine Nachricht. Oh nein, eine Nachricht vom Hauptquartier. Oh nein. Wow, hat er mich gerade angesehen? Hast du mich angesehen? Ey, Mann. Ey, Mann. Hoch, Renoa, Mädel, dir geht so schlecht. Was hast du denn getan? Hast du am Kaktus genascht? Nein, das ist doch kein Lolli. Oh, Mädel. Alles nimmt's in den Mund. Naja. Ist okay. Doktor, sehen Sie? Ich weiß das ja auch nicht. Oh, schauen Sie mal. Doktor, sehen Sie? Nase mit Wasser ausspülen. Kleidung entfernen. Seinen Magen auspumpen, bevor es zu Blutungen kommt. Dann noch etwas Salbei hinzufügen und auf leichter Flamme köcheln lassen. Was labert ihr für einen Scheiß? Also, oh Mann, ich hasse Scheißsprecher, ich hasse Scheißübersetzungen, ich hasse das. Können Sie mich hören? Diese Sendung kommt nicht aus dem Netz, liebe Zuschauer. Das erste Mal seit 17 Jahren, Tees sind aus, Entschuldigung, gibt's morgen in der Suppe, wird eine Sendung per Funk übertragen. Es ist unglaublich. Der Zug nach Timber fällt heute aus. Bitte bis zur weißen Linie vorgehen und kräftig mit der Nase einziehen. Schnee im Sommer. Esst mehr Müsli. Vielen Dank. Jemand hat was dagegen, dass ich das schnell rausfinde. Finde ich es halt langsam raus, ist mir auch recht. Puddings! Nur Muttis Pudding schmeckt scheiße, weil die kann nicht trocken. keine Ahnung. Auf alle Fälle ist es ein Befehl eures Kunden. Ja, du mich auch. Das war Mittelfinger, oder? Das war jetzt der Mittelfinger. Du machst doch jetzt keinen Ärger. Was soll das nun wieder heißen? Was laber ich denn? Ja, toll. Rico, mach was. Rico, bastel was. Bastel was Geiles. Bastel was richtig, richtig Geiles. Bastel was, das im Beate-Use-Shop im Schaufenster aussteht. Und die haben keine. So geil muss das jetzt werden. Ehrlich jetzt. Ehrlich. Na los, komm, Schokobo-Feder und Mega-Phönix, so. Final-Phönix. Yeah, alle Leute werden wiederbelebt, auf 100% geheilt. Fantastisch, ist nur dumm, dass alle am Leben waren. Ich glaube, ich würde auch mal kurz ganz gerne hier speichern. Speichern. Kann ich den Spheroid mitnehmen? Habe ich den jetzt noch? Nö, der ist jetzt weg. Aber egal, trotzdem speichern. Nur so, ist jetzt kein bestimmter Grund, ne? Ist nicht, als wüsste ich, was so passiert, aber es ist nur so. Einfach aus Spaß. Habe ich den Spheroid jetzt wieder in der Hand? Weil das wäre dann komisch. Ey, der scheiß Grüne ist auch aus. Nee. Tu das nicht. Tu das nicht. Nein. Bitte hab's gespeichert. Scheiße. Willkommen zurück zu Let's Play Tetris. Als wir das letzte Mal Schluss gemacht haben, hat gerade der quadratische Block dem L-Block einen Heiratsantrag gemacht. Und helfe, wenn noch jemand vorbeikommt. Der S-Block in seinem Helm und seinem Anzug fand das nicht gut und hat deswegen den Z-Block erschossen.
Wir müssen jetzt aufklären, wie Pac-Man zu der ganzen Sache steht. Hier? Ja. Nein. Hier. Ja. Hier. Ja. Au! Schlechte Wahl. Oh, rechts vom Kaktus. Nee. Gar nicht am Kaktus. Hier auch nicht. Hier? Nee. Und springen vielleicht? Oh. Auch nicht. Zurück, wo wir herkamen. Nein. Und hüpf. Irgendjemand hat was dagegen, dass ich mich bewege. Bum, 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 bum. Käferlein, löst ihr Minen aus? Guck, guck, bup, bup, bup. Hä? Käfer, warum hast du einen Laserstrahl am Bein? Au. Versteh's ein. Man kann den Kaktus wegmachen und dann auf den Kaktus laufen, oder wie ist das? Bumm. Nein. Nein. Irgendwie ging's doch gerade. Wie hab ich's gemacht? Hallo? Warum lädst du nicht nach, wenn ich's drück? Hallo? Hat anscheinend was dagegen. Gut, scheiß auf die drei Schuss. Ich drück. Entschuldigung. Das war gerade irgendwie ein Reflex. Oh. Hm. Hat jemand zufällig die Nummer von Gott im Handy gespeichert? Ich habe einen Bug zu melden. Latsch. Staatsfeind Nummer 1 ist nichts dagegen. Der Anti-Bö! Hat die gerade Menschen gemacht? War das gerade eine Bu-Pose? Ohne Scheiß, ich glaube, das sah aus, als wollte die wirklich nur vorspringen und mich erschrecken. Ein PC! Wer braucht noch einen PC? Was ist das? Was ist das für einer? In der Seite sieht man ja gar nichts. Dreh's mal um. Nicht so, was. Ah, das Netzteil hat den roten Schalter. Wenn ihr hinten am Netzteil einen roten Schalter findet, dann ist es der Fun-Schalter. Ihr habt riesen Fun, wenn ihr den drückt. Ihr habt Fun, die Wohnung wieder zu lüften, einen neuen Rechner zu kaufen, die Sicherung wieder auszutauschen im Haus. Ihr habt super Fun. Ist das eine Powerbox? Das sieht aus wie radioaktive Suppe. Tok, 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 tok. Das ist bestimmt ganz clever, so zu machen. Tok, 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 tok. Nicht, dass es kaputt geht am Ende. Tok, 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 tok. Ist mir doch scheißegal. In Half-Life 1 bin ich in Hektolitern radioaktiver Suppe rumgeschwommen. Und hab auch nicht gejammert, also. Komm schon. Ups. Ich leg schön die Hände zurück. Alles wird gut. Verdammt. Das könnte etwas dauern. So schlimm. So okay, schwer. Wenn dir eine Lösung hierfür einfällt, dann sag's ruhig. Nee, also. Nee, tut mir irgendwie leid. Ich will dir helfen, aber. Vielleicht, wenn ich's mir auf die Nase steck. Moment. Vielleicht die Kaffeetasse dran halten. Nee. Oh, kaputt! Ist kaputt gegangen! Ich hab kaputt gegangen! Tut mir leid, ich mach gar nichts mehr. Nee, ich hab überhaupt keine Idee, wie man das machen könnte. Dumme Schlampe, ich hasse dich. Verdammt. Danke, so ist schon besser. So, jetzt anmelden. Guck mal. Du Arsch! Gib das wieder her! Ich brauch das doch! Klauter Mist! Du Sack!
Nee. So. Ich hasse dich, du dummer Gnom. Wo ist... Küsschen? Ey, jetzt gibt's ein Küsschen, ey. Ich geb dir ein Küsschen mit der Schrotflinte. Komm her. Wo ist die scheiß Leiter hin? Warum ist die Leiter weg? Wo ist die Leiter hin? Küsschen, hä? Küsschen in den Arsch, du. Oh Mann. Mach, dass er die Klappe hält, sonst gehe ich ohne Munition hier raus. Ich seh's kommen. Hallo. 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 Bitte bringen Sie die Rotation Ihrer Titten zu einem vollständigen Stopp und machen Sie den Weg frei. Ach, dann fick dich halt. Ich, Kara und Erik zum Südkap. Diesmal wird das Flugzeug nicht abstürzen. Hoffe ich. Ich auch, wenn du mich wieder über Mu absetzt. Ich erwürg dich. Ich zieh den Gürtel aus. Bind dir die Blutzirkulation unterhalb der Hüfte ab. Schneid dich in zwei Teile durch. Zersägt das untere Teil in kleine handliche Würfelchen. Macht Chicken McNuggets draus, stopft dir die in die Ohren. In die Ohren, bis dir die Augäpfel rausquellen. Und nur noch Chicken McNuggets aus deinen eigenen Eingeweiden in deinen Augäpfeln, Augenhöhlen sitzen. Gift. Guck mal, lecker Gift. Oh ja, guck mal, rosa Scheiße. Oh, miam, miam. Alles klar. Yummy. Hallo, liebe Menschheit. Ich bin voll mit Kaffee und ihr müsst die Konsequenzen tragen. Nein, ist nur Spaß. Das benutze ich nicht von allein, das muss ich machen. Ah Gott, es kommen Maiskolben-Dildos aus dem Boden rausgefahren. Ich hasse es, ja. Boah, es sind 7000. Stellt euch mal vor, man steht so in aller Ruhe da und ahnt nichts Böses und steht verkehrt. Ja, jetzt wisst ihr, warum die so heißen. Au. Ah, gib mir Leben zurück. Nochmal. Jetzt hat's Langeweile. Blöd. Spring doch, spring doch. Piu, piu. Aua. Okay, wenn ich nicht schieße, dann springt's nicht. Gar nicht. Wenn ich spring. Bubu. Wenn ich eine Bombe leg. Bumm. Aua. Das hat ihm Aua gemacht. Au, das macht mir Aua. Ach, bei mir riecht's so angenehm frisch im Raum. Warum riecht's bei mir angenehm frisch im Raum? Ich hab doch, glaube ich, mal von meinem Happy Life oder irgendwie Raumerfrischungswasser-Ding erzählt. So eine komisch wie eine offene Parfümflasche, die dann so auf dem Tisch steht, ne? Ja, offene Tasche, offene Flasche, die auf dem Tisch steht. Es hat doch nur noch gedauert. Es war doch nur eine Frage der Zeit, bis es passiert. Ja, jetzt riecht's nach Vanille. Überall. 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 Ein paar Dokumente hat's zervaliniert. Die sind jetzt frisch. Ich weiß nicht, ob ich die Handykündigung jetzt noch abschicken soll. Jetzt riecht sie nach Vanille. Vielleicht denkt der Bearbeiter, ich will irgendwie früher aus dem Vertrag raus und mache ihm dafür schöne Augen. Ich weiß nicht.
Ist nicht so ganz meine Absicht. Was? Kriegst mich nicht? Hier ist ein Gitter davor. Lililililil. Na, 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 wie lecker sehe ich aus? Na? Hättest gern was, hä? Oh, ist ja nicht süß. Guck mal, er winkt. Hi. Oh. Ist doof, wenn's Essen so lecker rumschwebt, aber dann stirbt man stattdessen, ne? Ist richtig. Ist doch eigentlich ganz einfach, oder? Aber es macht Spaß, es ist schön. So wie Enriquez mit Benzin zu übergießen und anzuzünden. Weil es sich gerade so gedreht hat, dass es mich unter sich eingequetscht hat. Das ist halt seltsam. Ja, Tails, gehen unter Wasser. Da, ja. Absolut, du bist der absolute Einstein, mein Freund. Mir fällt gar nichts. Oh Gott. Oh, also nochmal mein Freund hier. Tails, du machst das toll, du machst das toll. Toller Tails. Und tschüss, tot. Ich mag dich manchmal, Tails. Manchmal mag ich dich einfach. Herrlich. Er bringt den Boss solo um und stürzt sich in den Tod. Und was ist das? Na, wir kennen doch, was das ist. Dunkel, die Musik ist auch anders. Und hier haben wir lustige, tolle Häufchen mit Fässern, wo tolle Warnungen, Verseuchung-Dinger draufstehen. Und ich würde sagen, die Haufen stellen einfach Glasscherben und kaputte alte Spritzen da. Also ich würde sagen, AIDS für alle! Und noch einmal fürs A+. Weil ich brauche das. Ansonsten, ja, keine Ahnung, was ansonsten passiert. Ich habe es noch nicht versucht. Ich will es auch gar nicht wissen. Wahrscheinlich schält sich mein Kopf und mein Hirn tanzt Tequila. Ja, ich weiß, das ist eigentlich kein Tanz. Was mein... Penavi! Geh weg! Ich geh... Kick! Oh nein, ich hab's kaputt gemacht! Scheiße! Es hat sich nass gemacht! Scheiße! Naja... What? Du Penner! Oh ne! Es lebt noch und es lebt nicht immer noch. Ich beende das mal. Einen Moment bitte. Mu kehrt aus dem... Nee, lass es. Lass es, versenk's wieder. Ich geh wieder ins Tor. Ich will es nicht. Ich will es nicht sehen. Ich will nie wieder dorthin. Ich... Nee. Nee, ich geh dort nicht hin. Nee. Das hätte ich nicht machen sollen. Cool. Hopf. Ein Bäumchen. Huch, da ist was drin. Huch! Hi! Hallo! Huch! Oh, ich hab's gegessen. Ups, ich wollte mit ihm reden. Jetzt hab ich's gegessen. Hoppla! Und hier, ist wieder ein Knubbel! Hi, Knubbel! Hi, Knubbel! Oh, bist du ein süßer Knubbel! Und hier, ist wieder ein Knubbel! Hi, Knubbel! Hi, Knubbel! Oh, bist du ein süßer Knubbel! Erdgeschoss ist der Versammlungsraum der Roboter. Untergeschoss 1 und im Untergeschoss 2 sind die Biolaboratorien. U3 befindet sich noch im der Aufbau. Scheiße, dann können wir gar nicht nach U3, wenn es sich noch im der Aufbau befindet. Komm. Ah, du bist doof. Du bist doof. Doof. Oh. Und zwar begeben wir uns dafür in die Schattenwelt. Und rennen dann erstmal gegen irgendwelche Pflanzen. Nee, dann rennen wir weiter gegen irgendwelche... Ja, geh
gehen wir nach rechts oben ins Eck. Und dort ist so ein...